Hans-Peter heißen sie beide. Den einen nennen sie Bidu, den anderen Budi. Ibe gegen Thun, das ist auch Zauk gegen Latour. Das Berner Derby benötigte keine große Anlaufzeit, um in Schwung zu kommen. Gerber, Fand, Renkli. In der zweiten Spielminute hatten die Gäste schon ihre erste Möglichkeit und die hatte es durchaus schon in sich. Ibes Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Genau 60 Sekunden. Asiavonu überließ Melunovic und auf der anderen Seite Urdaneta. Die gefährlichere der beiden Chancen war aber doch diejenige der Thuner. Aber auch Ibe spielte gut über die Flügel. Auf der Ibe-Bank saßen nur noch 3 Feldspieler. Hans-Peter Zaug fehlte 9 Akteure wegen Krankheit, Verletzung oder Sperre. Abwechslung blieb das Motto. Zur Unterhaltung trugen beide abwechselnd bei. Die Reihe war wieder an den Gästen. Erneut viel Platz für Andres Gerber. Mario Raimondi mit der nächsten Möglichkeit. Auf der anderen Spielfeldseite ein Foulspiel von Hodžić an Haberli. Freistoß für Ibe. 3 Linksfüßer standen bereit. Rocha, Melunovic und Schapisa. 24. Minute. 1-0 für Ibe. Mit etwas Glück. Lustrinelli fälschte Schapisas Schuss unhaltbar für Coltorti ab. Torschütze also Stefan Schapisa. 7 Spiele lang hatte er nicht getroffen. Zuletzt vor 2 Monaten gegen Harau. Die 10.600 bekamen nach wie vor eine sehr animierte Partie geboten. Die Thuner insgesamt mit Vorteilen, vor allem immer wieder mit ausgezeichneten Chancen. Wie hier für Andres Gerber. Das Toreschießen ist derzeit das große Problem der Berner Oberländer. Nur 1 Treffer resultierte aus den letzten 3 Partien. Hans-Peter Latours Miene spricht Bände. Ein zufriedener Trainer sieht anders aus. Im Neufeld verloren die Young Boys noch kein Derby. Und auch jetzt sah es wieder gut aus. Asiavonu versetzte Dömi. Die Flanke übernahm Haberli. 2-0 für Ibe kurz vor der Pause. Ein tolles Tor. Haberlis 6. Saisontreffer. Intern ist er damit die Nummer 1. Asiavonus perfekte Flanke für den fliegenden Haberli. Pauseneindrücke mit Budi und Bidu. Thuns Trainer verstärkte nach der Pause die Offensive, brachte Dos Santos für Ärgerte. Der Eckball des Brasilianers. Hodžić, Lustrinelli und dann dieser Reflex von Patrick Betoni. Der Konter dann gleich über Stefan Schapisa. Ein Konter, der ohne Folgen blieb. Aber dieser Betoni, er spielte, weil Wölfli immer noch verletzt ist. Und er spielte stark. Noch einmal diese Thuner Großchance. Es war wie verhext. Der FC Thun bedrängte nun den Gegner immer heftiger. Die Vorstöße über die Seiten brachten stets Gefahr. Raimondi. Immer noch Raimondi. Für Lustrinelli. Nach einer guten Stunde und unzähligen Möglichkeiten fiel das erste Thuner Tor. 1-2 nur noch aus Sicht der Gäste. Mauro Lustrinelli, Thuns Topscorer, nutzte endlich eine seiner Chancen. Seine Freude war doppelt groß, denn er hatte ja beim 1-0 den Ball abgefälscht. Jetzt wurde aber die Partie hektischer und der österreichische Schiedsrichter Einwaller trug seinen Teil dazu bei. Er zeigte Haberli rot, der war danach so sauer, dass er nach dem Duschen sofort das Stadion verließ und man kann ihn verstehen. Bei diesem Zweikampf traf Haberli seinen Gegenspieler Hodžić, da steckte niemals Absicht dahinter. Alles nach vorne, Thun für die letzten 25 Minuten in Überzahl. Cerone, dann Raimondi, Betoni.
Lustrinelli, wieder Bettoni. Sie verzweifelten an diesem Patrick Bettoni, der mit solchen Leistungen von Wölfli nur schwer wieder aus dem IB-Tor zu verdrängen sein wird. Aber jetzt nur noch die Roten, die Gäste am Zug. Es war ein einziger Thuner Sturmlauf. Lustrinelli auf Raimondi. Das Toreschießen haben sie wahrlich nicht erfunden. Thun besaß Torchancen, um zwei Spiele zu gewinnen. Am Schluss siegte IB 2:1. Zu zehnt brachten die Young Boys die drei Punkte ins Trockene. Hans-Peter Bidu Zaug durfte triumphieren. Und Hans-Peter Budi Latour war stinksauer.